Entschuldigen Sie? Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn in Let's Play Star Revenge 1.2 Star Takeover? Ja, und damit moin mit A und herzlich willkommen zu dieser unglaublich behinderten Island. Und ich habe kaum was ich mir gerade dabei gedacht habe, aber ich dachte mir so, ja, das können wir mal so machen, ne? Ich meine, ist ja nicht schlimm. Ja, wir spielen dieses wunderbare Spiel, machen weiter in Welt 9, wo wir schon einen Stern geholt haben. Kaum was das für eine Welt ist, leider. Climb atop the volcano. Das kann alles sein, ja, es kann, es ist das. Mit der Musik, die ich nicht kenne, die aber ganz klar neu ist. Oder? Kenne ich die Musik? Die kommen mir irgendwie doch bekannt vor. Warte. Woher kenne ich die? Sagt mir nichts. Doch, sagt mir bitte, woher die kommt, wenn ihr wisst, wo die herkommt. Erzählt es mir. Mich interessiert es immer, wo die Musik herkommt. Und, die Zuschauer sind schneller am Googlen als ich gerade im Video, deshalb. Nee, wirklich, würde mich interessieren. Und irgendjemand von euch weiß das bestimmt. Oder irgendjemand von euch kann das bestimmt schnell googeln. So, das ist er, die sagt. Genau, den Stern habe ich geholt. Der so richtig krass am Anfang war, wo ich mir da dachte, so, wow, Alter. Hier ist ja richtig was los. Nee, aber alles klar. Dann weiß ich ja jetzt ungefähr, wie der Stand der Dinge ist. Und warum ich so schnell einen Stern holen konnte hier. Weil der einfach quasi existiert hat, so direkt vor meiner Nase. So, wir machen das schnell und nehmen dich mit. Alter, der eine Gummer rast komplett aus. Aber die Musik ist irgendwie echt chillig so. Also ich will nicht sagen, dass sie nicht passt, ne? So ist echt nicht. Sie passt wahrscheinlich sogar relativ gut. Und ich dachte kurz, sie wäre aus Mario Kart. Aus Mario Kart 64. Oder Mario Kart. Super Mario Kart? Dieses. Aber das ist sie nicht. Ich glaube tatsächlich auch, das ist Musik aus Mario Kart 64. Ja, moin. Hier ist wieder Lakitu-Epidemie. Warte, war Epidemie das, wo ganz viel von irgendwas da ist oder fast gar nichts von irgendwas da ist? Ich glaube ganz viel. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Also, wenn ihr da Bescheid wisst, könnt ihr mir das auch sagen. okay. Nee, to be honest, hat schon ganz schön, ist schon ganz schön lang. Was machst du denn da? Du Arsch. Oh, ich dachte gerade, da wäre vielleicht ein Abgrund, ne? Das hätte mich einfach gerade komplett gekillt. Also, im wahrsten Sinne des Wortes hätte mich halt wirklich gekillt. So, das ist das Problem. Mal Münzchen. Also, was ich sagen wollte, ist, ich habe jetzt schon etwas länger nicht mehr aufgenommen. Das heißt, ich habe schon wieder keine Ahnung, wie das geht. Also, ich habe schon wieder keine Ahnung, wie dieses Spiel geht. Ich habe schon wieder keine Ahnung von irgendwas. Nein. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Nee, das ist mir jetzt zu riskant. So, das lassen wir auch einfach kurz. So, da wird schon keine rote Münze in der Lava sein. Hoffentlich. So, wenn schon, wäre halt scheiße, ne? Was sollen wir machen? Jetzt ist er eh weg. Aber ich wollte jetzt halt auch nicht sterben. So, das ist ja echt krass, was hier alles abgeht. So, wie das für ein interessantes Gegnerplacement hier ist. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, genau, wir waren... Ich war essen. Ja, eben gerade. Wir waren essen beim Asiaten. Mit Alicia war ich da und ihre Mutter Geburtstag hatte. Und ja, es war sehr lecker. Und viel. Ich meine, wir waren beim Asiaten. Es war all you can eat, was. Was zur Hölle. Es war. Oh lol. Das habe ich auch noch nie gesehen. Der. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber der Spiny hat gerade eiskalt den Goomba weggeschoben. Das ist wirklich neu. Ach, guck mal. Guck mal, wo man da wahrscheinlich mit dem Panzer rein muss, du. Ich weiß es nicht. Mir fällt jetzt echt kein Ort ein. Naja, egal. Aber auf jeden Fall, es war scheiße lecker. Und... Ja, es war auch scheiße viel. Ich weiß nicht, ich bin ja so eine komische Person. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber es, wenn ich... Nee, oder? Okay, ich melde mich mal kurz. Ich glaube, das ist noch ganz interessant. Hier ist ein Blaumünzschalter. Ich glaube, der soll das Ganze ein bisschen einfacher machen. So, also hier kann man blaue Münzen sammeln. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Und dann hat man es fast geschafft, tatsächlich schon. Und ja, was soll ich sagen? Tatsächlich. Also ich meine, wenn man sich hier so umsieht... Warte, ich hole mir jetzt mal kurz... Weil ich will ja eh die... Die roten Münzen holen. So. So soll das eigentlich funktionieren. Genau. Ja, ihr wisst ja, hier ungefähr habe ich die Münzen eingesammelt. Und ungelogen, wenn man sich das mal anguckt. Hier geht's noch, geht's nicht. Aber hier geht's wieder. So, also wahrscheinlich so. Ey, das sind so wieder so ein paar Zentimeter, die diesen Glitch ausgelöst haben. Also richtig nice auf jeden Fall. Ach ja, naja.
Ist ja nicht schlimm. So, ich mache jetzt auch nochmal den Praxistest. Geht. Also gib mir meinen Stern. Okay. Gut. Kann ich bitte nicht sterben. Danke. So. Also, ja, irgendwie all you can eat und so ist komplett voll gefressen, bin ich. Ich habe viel zu viel gegessen. Aber es war halt echt lecker, also deshalb konnte ich nicht anders. Versteht ihr? Es war so eine Desire, einfach immer weiter zu essen. Und ich konnte es nicht anders. Ich konnte nicht aufhören zu essen. Naja. Da oben ist ein Stern. So, und hier. Gut, das geht. Wow, ich hätte nie gedacht, dass dieser Sprung geht. Okay, aber da muss man aufpassen, kann das? Ich wollte eigentlich... Nein, nein, nein! Oh, da ist ein Stern. Ich krieg den Stern nicht. Okay, ich... Der Stern ist ja voll easy. Okay. Na gut, ich sammle noch mal kurz die blöden roten Münzen. Da ist ja nicht schlimm, ne? So, genau. Das war mein eigentlicher Plan zur Lage der Nation. Hat jetzt nicht ganz geklappt beim ersten Versuch, aber jetzt schon. Cool. Cool. Naja, jetzt darf ich den Weg wieder zurück. Du machst mir ein bisschen Angst, auch nur ein bisschen. Aber sonst war ja eigentlich alles chillig, oder? Von daher. Ich meine, auch die Sterne waren ein bisschen sehr chillig. Also, deine Sterne muss ich mir ja quasi nur in den Panzer holen und dann haben wir das. Und naja, den anderen Weg, da muss ich jetzt noch erkunden. So, den hier. Von daher, der Weg ist mir jetzt frei, steht mir frei zur Verfügung. Mal gucken, was ich damit anstelle. Da ist keine rote Münze. Hätte ja sein können. So. Ach, die Welt ist das. Ja, das kenne ich sogar noch hier, wo man einmal ganz schön, ganz solide einmal rum kann. Und ich glaube, hier habe ich auch... hier kenne ich Menschen, die ultra lange die roten Münzen gesucht haben, weil die Welt so komisch groß war. Na, hier kann man runter. Und hier sollte auch... Stimmt, ich wollte gerade sagen, bestimmt ist hier eine rote Münze. Ja. Auch obwohl man sie echt schlecht sieht, dank ihres orangenen Seins. Ja. Viel zu hoch. Warte. Junge. Okay, warte. Ja. Das dachte ich mir so. Na gut, dann hoffe ich einfach mal, dass ich jetzt noch gut zurückkomme, ohne zu sterben oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ja, alles passieren. Kriegt man hier noch mehr rote Münzen oder war es das jetzt quasi? Nee, ich sehe jetzt keine mehr. Aber da sind auch noch genug Münzen. Also hier sind mittlerweile echt in diesen Stages schön viele Münzen. Kann ich mir nicht... Kann ich anders sagen. Der nächste Stern heißt Climb Atop the Volcano. Aber ich climb... Okay, stirb einfach. Ist okay. Da muss ich nochmal ausweichen hier. Ich gebe da einfach einen Scheißdruck drauf, oder nicht? Ich meine, wozu gibt's denn hier Panzer? So, das ist doch dafür da, oder nicht? Dass man jetzt sehr heftig überall rüberspringen kann. Ah, die Musik habe ich vermisst, du. Okay, da... Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Okay, machen wir es anders. Kein Bock auf die Shell, die ist scheiße. Heilige Scheiße. Alter, heute, ich pack mir Wasabi auf meinen Teller gebackt. Und ich dachte mir so, da habe ich so nichts Böses dabei und spiel mit der Gabel in meinen Nudeln rum. Und zack, rutsche ich aus mit der Gabel voll in die Wasabi rein. In die Wasabi-Soße. Ich weiß nicht, ob es die Wasabi heißt. In das Wasabi wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich schon. Aber echt, das war so wieder so ein klassischer Mika, ey. Das war mir so geil, Alter. Nudeln voll Wasabi. Hab nur fast geheult, ey. Solide Leistung meinerseits. Zack. Und da ist der Stern. So. Was wir noch nicht gemacht haben, ist tatsächlich hier reingegangen. Und da die Mission heißt Flying to the Huge Clouds, in Klammern Wingcap, also in diesem geilen Zeichen da, Wingcap, nehme ich einfach mal an, dass wir hier rein müssen. Und, uns eine Wingcap holen müssen. Aber ich weiß nicht, ob die hier ist. Also ich sehe schon mal eine rote Münze, eine solide platzierte so. Okay, es geht da lang. Ich habe einen Stern gesehen, I guess. Glaube ich. Das so lauter, dank den lauter Flammen, habe ich nicht ganz sichten können, aber ich denke, es ist Lava. Du Sack. Ah, ich sehe. Also,
Die Wingcam habe ich gefunden, aber ich brauche noch einen Bob und Buddy. Okay, versuchen erstmal den Stern hier. Ich weiß es nicht, ich bin kein Experte in solchen Dingen, aber... Ich habe irgendwie gedacht, dass wir die Metal Cap, aber das ist leider nicht die Metal Cap. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Okay. Ich bin apparently tot. Na gut, versuchen wir das nochmal. Was war das denn? Irgendwie war die Kamera, irgendwie war alles weird kurz. Na egal. Ich wusste doch, dass er irgendwo hier sein muss. Tada! Hallo! Hi, I'll prepare the cannon for you! Ja, hier ist er. Also. Ich weiß, wo du bist. Ja, ready for blast off. Wow, du sagst erstaunlich normale Texte. Also, wie hier auf der anderen Seite, wo wir schon mal waren, quasi. Wenn ich jetzt hier lang zurückgehen würde, was ich jetzt tun werde, werden wir in diesen Eingang kommen. So, also, von daher. Ja, ihr wisst, wo ich bin. I guess. So, tada. So, dann treffen wir jetzt hoffentlich... Ja, alles. Und dann sollen wir eine Sterne eigentlich haben, oder? Also würde ich einfach mal so behaupten, dass das jetzt nicht so schwierig sein sollte. Also wir machen einfach so... Und da ist der Stern. Also, das war früher beschissener, oder? Ach, guck mal, das Ding ist aber durchlässig. Ich kann mich daran erinnern, dass vorher keine dieser netten Kappen war. Scheiße, ich dachte, vielleicht treffen wir den Stern sofort von hinten, das ist so krass. Ich glaube, der Stern war früher dahinter, dass man den gar nicht gesehen hat irgendwie. Das war so ganz komisch. Und ich weiß auch nicht... Ach, das ist sogar der Schatten da gewesen. Ich habe die ganze Zeit gefragt, was dieser Schatten ist. Ja, das war er. So, flying to the huge cloud. Was mir übrigens immer wieder bei diesem Hack auffällt... Leider sind die Aufgaben viel zu weit weg vom Start. Dass es irgendwie Spaß macht, da jedes Mal, wenn man versagt, hinzurennen. Vor allem so bei so späten Aufgaben, die halt echt nicht so einfach sind, sehe ich das jetzt häufiger. Dass ich mir so denke, so, Alter, wenn ich hier einmal verkacke, muss ich das Ganze nochmal machen. Danke, Kamera, fürs Mithelfen, auf jeden Fall. So, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier ver... Noch, wenn jetzt sowas passiert hier. Und ich habe mich echt cool gerettet. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist doch doof. Guck mal, jetzt starte ich wieder hier. Und ich verstehe. Und das Ding ist halt, wenn die Welten sind halt echt nicht so geil gefüllt, dass es diese langen Wege rechtfertigt. So, hier ist echt so. Ich meine, klar sind alles Laufwege so. Und da sind Gegner am Weg. Und das war es halt auch. Und mehr passiert hier halt auch echt nicht so. Das ist ein kleines Problemchen, was ich bei diesem Hack sehe. Und ich glaube, halt, die Redone-Version ist da tatsächlich auch nicht viel besser. Für die ist übrigens eine Redone-Version 3.0 angekündigt worden ist. Von daher. Die würden wir dann let's playen, wenn das irgendwann passiert. Alter, du Hunsohn. So. Tada! Da stehen wir im Feuer. Das ist sehr interessant, so einfach Flammen. So Flammen. Und jetzt frage ich mich halt wirklich, brauchen wir die Shell? Into the Lava Pyramid. Und wenn ja, wie kommen wir da ran? So, ja, das klappt sogar eigentlich relativ gut. So schwierig war das jetzt gar nicht, darüber zu kommen. Aber jetzt kann man den Sprung machen. Ja, kann man. Na dann. Dann sollte es ja kein Problem sein, hier hochzukommen. Es sollte nicht so schwer sein, dann kommt man hier ganz einfach rein. Und da gibt's einen Stern. Wow, das hat sich sogar echt gut gereimt, ne? Also ich bin gerade sehr stolz auf mich, dass das alles so geklappt hat, wie es sollte. Into the Lava Pyramid. So, jetzt haben wir 6 Sterne. Und Welt 9 fertig. Cool. Aber ging doch länger, als ich dachte. Cool. Aber uns fehlen tatsächlich nur noch 25 Sterne. Aber dann gehen wir mal hier rein, ne? In die nächste Welt. Können wir nochmal machen. Weehawks Fort. Breaking into the Fort. Oh nein, die Welt war echt nicht schön. Das kenne ich noch. Die Welt war, glaube ich, echt nicht so schön. Aber lustig, dass es Weehawks Fort ist. Das ist eine gute Idee. Das ist eine lustige Idee gewesen. Also, ja. 2, 3, 4, 5. Nein, es passiert mir immer wieder. Ist das eine rote Münze? Ja, ist eine rote Münze. Er hat die anders gefärbt in dieser Welt. I don't fucking know why. Aber... Und die Musik kenne ich aber auch irgendwo. Irgendwie hört sich die nach Zelda an. Ich weiß auch nicht warum. 1, 2, 3, 4, 5. Und Koopa, renn nicht weg. Danke.
Na, hier sollte man auch relativ einfach an die roten Münzen kommen. Weehawks Fort, Alter. Das hat aber auch umbenannt, ne? Für den Meme-Faktor. Das war nicht... Das hieß nicht so original. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber das ist ja eigentlich... Ist ja ganz süß. Ja, aber Weehawk LP. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Och, nö. Ist das ein Eisfort? Ich weiß es gar nicht. Nee, ist kein Eiswasser. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es Eiswasser ist, aber... Ja, das war klar. Aber... Ja, das Fort an sich ist jetzt nicht das Schönste. Ich weiß gar nicht, was er damit in Redone gemacht hat. Ich glaube, das ist einfach komplett rausgeflogen. Aber das kann ich verstehen. Okay. Können wir dich mitnehmen auf dem Weg? Ja, können wir. Hier, ich glaube, die Welt ist auch nicht so groß. Ob das schneller ist? I don't think so. Ich glaube tatsächlich nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5. Du gehst eh hoch. Ich weiß doch. Mittlerweile kenne ich dich, my friend. Oh, da sind wir auch schon bei 100 Münzen. Die 100 Münzen-Missionen sind hier echt chillig, ne? Oh, Entschuldigung, Mario. Ich wollte nicht... Naja. Guck mal, ich sehe doch schon alle Münzen, die wir brauchen. Ach, lol. Ich habe gerade gar nicht gesehen, dass da Treppenstufen, also dass man da hoch konnte. Hier sollten auch noch zwei drauf sein. Also, hier ist so eine komische Schule, kleine Rutsche. Ich weiß auch nicht, warum die da ist, aber sie existiert. Das reicht mir. Also, so und ja, genau. Tada. Okay, das hat geklappt. Ich habe tatsächlich irgendwie keine Angst davor, sondern wirklich keinen Bock auf dieses Maze, auf dieses Unterwasser-Maze, wo drauf steht Blue Mat. Das ist, Yellow Orange Coins. Why? Wieso? Wieso existiert sowas? So, und wir sollen jetzt in Weehawks Fort einbrechen. So, das ist der Plan, oder wie? Der arme Weehawk. Der arme Weehawk, ey. Da steht Pingas. Da steht Pingas, Leute. Das ja... Das ist schon ziemlich lustig, ne? So. Oh mein Gott. Okay, nein, ich weiß, was da ist. Ich kenne dieses Spiel. Ich kenne dieses Level leider gut genug und, hilfst du mir? Du hilfst mir nicht. Du hilfst mir nicht. Entschuldigung. Ich dachte, du hilfst mir. Ich dachte, du bist ein netter Bürger. So. Oh Gott, das war knapper, als ich dachte. Und das hier ist, auf jeden Fall einfacher gemacht. Nicht meine Box zerstören, ich Vollidiot. Okay, ich habe es trotzdem geschafft. Mit einem sehr soliden Sprung. Ja, aber, ich verstehe den Grund. Wenn hier irgendwas von Treibsand ist. Okay. Ja. Willkommen im Meme-Jahre. Awesome. Smiley Face 2011-12. Das ist, lange her. Das ist lange her. Was? Geht's hier? Soll es hier reingehen oder ist das nur weil Baum? Ist das nur hier, damit ich getrollt werden kann? Oh wow, breaking into the fort. Ich gehe einfach in den verfickten. In ein Haus rein. Lol, ja. Ist hier irgendwas Tolles? Oder warum? Warum der Pfeil? Egal. Ja. Das sind ganz viele von diesen Ems. Diese. Ich musste erstmal diesen. Dachte, dass wir irgendwie den Finger da irgendwo aufzeigen. Ich dachte mir so, what the fuck, Alter? Weehawks Fort, okay. Ja, drei Sterne fehlen uns dann noch, ne? Und dann haben wir das auch geschafft. Alter, diese eine First, die beim Vulkan. Diese eine First, die beim Vulkan, ey. Das war wieder mal. Das war wieder mal unglaublich so. Naja, auf jeden Fall, ja. Es ist spät. Ich sollte schon wieder ins Bett gehen. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir die nächsten 10 Sterne haben, dann sind wir bei 90 zum Schluss hoffentlich am Ende des Partes. Und dann werden wir zum Schluss im nächsten Part hoffentlich 100 haben. Also, naja, bis dann. Ciao, Mädels.